Freunde, ich wünsche euch einen schönen 2. Mai. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr konntet gestern den Tag ein bisschen genießen. Ich habe eine Sache, die ich mit euch teilen will, teilen muss. Es gibt einen Gedanken, den ich hatte und ich möchte euch den vorstellen. Vielleicht könnt ihr den nachvollziehen. Ich würde euch bitten, mir 1 bis 2 Minuten eurer Zeit zu widmen, denn dann hier am Anfang werde ich diesen Gedanken quasi mal ausführen. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch den nachvollziehen können und ihr sagen könnt, ey, stimmt, das ist echt so. Und das, was dann danach folgt hier in diesem Video, ist das, was ich sozusagen an Schlüssen gemacht habe. Ich kann mir aber vorstellen, dass ihr noch zu anderen Schlüssen kommt, vielleicht sogar zu besseren Schlüssen kommt. Genau, aber fangen wir erstmal an. Der Gedanke, den ich hatte, ist folgendes. In dieser Krise, diese Krise ist beschissen für alle, ja, diese Pandemie, die wir jetzt seit 14 Monaten etwa haben. Wir Erwachsenen tun uns schon sehr, sehr schwer, die zu verarbeiten. Es hat viele Leute ihre Existenz gekostet. Aber wir haben eine Gruppe in unserer Gesellschaft, die meiner Meinung nach noch viel mehr darunter leidet, und das sind Kinder. Und warum? Weil Kinder ein anderes Zeitverständnis haben als wir Erwachsenen. Und das ist der Gedanke, die Epiphany, die Erleuchtung, die ich hatte. Denn als ich ein Kind war, waren für mich 2 Wochen Ferien ein endloser Zeitraum. Und wenn ich Sommerferien hatte, dann war dieser Zeitraum noch viel endloser. Ich wusste nicht mal, was am Ende von den Sommerferien kommt. Ich konnte nicht mal bis ans Ende der Sommerferien gucken. Und ich wusste, wenn man nach den Sommerferien wieder zurückkommt, da hat sich so viel getan mit den Leuten. Manchmal waren die Leute wie ausgetauscht in diesen 6 Wochen. Ja? Die haben sich, so viel hat sich verändert. Und wenn man das Glück hatte, verreisen zu dürfen in dieser Zeit, so, dann hat man auch so viel erlebt, was man sofort teilen wollte mit seinen Freunden und so weiter und so fort. So. Und dieser Zeitraum von 14 Monaten, der immer wieder zerhackt wird in kleinere Zeiträume, von wegen so, das ist jetzt ein Lockdown, der geht jetzt 3 Wochen, nein, er geht doch 6 Wochen, nein, er geht doch 2 Monate, nein, er geht doch 3 Monate, okay, jetzt wird wieder geöffnet, ah, jetzt ist doch wieder einmal zu, jetzt gibt es wieder einen neuen Lockdown, dann wird wieder aufgemacht, dann wird wieder zugemacht, so. Für uns als Erwachsene ist das schon wirklich schwierig, da irgendwie mitzufolgen. Selbst wenn wir Leute sind, die halt sagen, ey, wir folgen all diesen Regeln 1:1, wir sehen das 100% ein. Und es gibt halt Leute, Sascha Lobo hat darüber eine ganz gute Kolumne geschrieben für den Spiegel, die sagen, ey, das ist so krass kompliziert, wie diese Regelungen sind, weil sie sich je nach Bundesland, je nach Inzidenzwert komplett unterscheiden. Wenn mich zum Beispiel einer fragt, ey, in 3 Monaten können wir da Geburtstag feiern zu viert, dann müsste ich ihm halt sagen, ich kann nicht sagen ja, nein, sondern ich müsste sagen so, naja, das kommt drauf an, in welchem Bundesland du wohnst, wie dann da gerade die Inzidenz ist, ob es gerade nach 21 Uhr gefeiert werden soll und vor 5 Uhr oder in dieser Gegend, in dieser Straße oder auch nicht. So, es ist einfach wirklich für selbst die Leute, die sich komplett Mühe geben, diesen Regelungen zu folgen, es ist komplett schwierig, das zu tun. Und das sind Erwachsene. So, für Kinder ist das ganz anders. Kinder, die müssen die Welt von uns Erwachsenen portioniert kriegen. Und ja, ich weiß, Kinder verstehen mehr, als wir denken. Und ja, ich weiß, Kinder sind belastbarer, als wir denken. Das sagen die Psychologen derzeit. Aber ihr wisst auch, liebe Psychologen, dass das, was irgendwie passiert mit Kindern, dann erst Jahrzehnte später rauskommt und ganz, ganz lange aufgearbeitet werden muss. Und ich glaube, es entsteht gerade ein sehr, sehr großer Schaden. Weil Kinder sind natürlich darauf angewiesen, dass wir Erwachsenen, wir Leute, die den Plan haben, wir Leute, die den Kindern immer sagen, das darfst du nicht, das ist eine gute Idee, das ist keine gute Idee. So, diese Leute sind ratlos. Normalerweise ist das so, wir Erwachsenen lesen irgendwo anders eine Regel. Zum Beispiel, hey, da auf dem Eis, da darf man nicht Schlittschuh fahren, weil da ist eine Zuleitung, da kann das Eis brechen, da kann man ertrinken. Wir sehen dieses Schild, lesen das. Unser Kind kann nicht lesen. Wir sagen das zu unserem Kind, hey, guck mal, da dürfen wir nicht hin. Da ist Lebensgefahr, darum fahren wir besser da hinten. So läuft das normalerweise ab, ja. Und die Lehrer machen das auch. Und die Erzieher in der Kita so, aber alle Leute, an die sich die Kinder derzeit vertrauensvoll wenden, die können denen einfach nur sagen, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen, bin ich ratlos. Guckt mal beispielsweise auf die Regelung zu den Masken. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber ganz am Anfang der Pandemie wurde gesagt, Masken, totaler Quatsch. Das hat der Herr Drosten gesagt. Und dann etwas später hieß es, okay, Masken schon, aber dann diese OP-Masken, FFP-Masken, totaler Quatsch, braucht man nicht, brauchen höchstens Ärzte. Mittlerweile heißt es, nur noch jeder muss FFP-Masken nehmen, sonst kommt er eigentlich überhaupt nirgendwo hin. Und ich will das nicht kritisieren oder an Frage stellen. Erkenntnisse ändern sich, so, dann reagiert man darauf, so,
Aber ich sage einfach nur, aus der Sicht von einem Kind sind wir Erwachsenen komplett planlos. Und das ist nicht das Einzige, was sich irgendwie krass geändert hat in den letzten 14 Monaten. Und ein riesengroßes Problem, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu diesen Zeiträumen, ist, wir können den Kindern nicht sagen, wann das aufhört. Als der erste Lockdown kam, da haben wir alle gedacht, okay, wir machen das jetzt, wir stockpilen Klopapier, weil das gab ja damals diese Befürchtung, es gibt bald kein Klopapier mehr. Die Leute haben sich zu Hause eingebunkert, als wenn der dritte Weltkrieg kommt. Und ja, ich weiß, der dritte Weltkrieg ist schon da, wie manche Telegram-Gruppen sagen. So, dann haben sie sich zu Hause eingebunkert und haben dann aber gedacht, okay, dann jetzt 6 Wochen oder 8 Wochen oder wie lange auch immer und dann ist das Ding vorbei, dann ist das durch. Und es ist aber nicht vorbei und es gibt auch bis jetzt kein Ende ist in Sicht. Und für Kinder ist das nochmal viel, viel schwieriger, weil diese Zeiträume, mit denen wir hier hantieren, die sind für uns Erwachsene überschaubare Bröckchen. Aber für Kinder sind die viel, viel größer und viel weniger überschaubar. Und Kinder wünschen sich gerne Gewissheit, die wünschen sich klare Zustände, die wollen wissen, was ist jetzt hier Phase. Und wir Erwachsenen, wir versagen darin, den Kindern diese Krise gut zu strukturieren. Und wir versagen auch noch in einem anderen ganz wichtigen Punkt. Und dieser Punkt ist Chancengleichheit. Denn in dieser Pandemie, da sieht man auf einmal eine soziale Schere. Es gibt einerseits Familien, die haben eine große Wohnung oder vielleicht sogar ein Haus mit Garten. Wenn die irgendwie 4 Wochen zu Hause bleiben müssen, die treten sich gegenseitig nicht auf die Füße, die Kinder können im Garten spielen, die können rauskommen, die können da machen, was sie wollen. Das ist relativ leicht. Und dann gibt es aber andere Familien, die wohnen in einer ganz, ganz kleinen Wohnung und die treten sich vielleicht mehr auf die Füße. So. Und egal, wie wohlhabend oder nicht wohlhabend die Familie ist, eine Sache ist auch bei allen ein großes Problem. Natürlich haben die Eltern was zu tun, die müssen den Haushalt schmeißen, die müssen arbeiten, vielleicht auch sogar von zu Hause arbeiten, die brauchen dafür irgendwie auch ihren eigenen Raum und Ruhe. Was macht man mit den Kindern? Natürlich setzt man sie mehr vor die Glotze, als man das normalerweise tut. Und hier ist ein Punkt, wo ich gerne einhaken möchte. Ich will nicht so tun, als hätte ich irgendwie Lösungen für Probleme parat, für die ich kein Fachmann bin. Ich bin einfach nur Papa von 3 Kindern. Ich bin völliger Amateur. Ich bin kein Politiker oder irgendetwas so. Und ich hüte mich vor Leuten, die irgendwie behaupten, sie hätten von etwas Ahnung, wovon sie einfach keine Ahnung haben. Denn diese Leute schießen gerade wie Pilze aus dem Boden. So. Ich habe einfach nur ein paar Ideen, ein paar Vorschläge. Das erste ist, wenn die Kinder schon so viel fernsehen müssen, weil es gibt einfach irgendwann findet man keine andere Beschäftigungstherapie mehr. Warum haben wir so ein schlechtes Bildungsfernsehenangebot? Warum gibt es keine öffentlich-rechtlichen Bildungssendungen? Wir haben die Sendung mit der Maus, gibt es seit 50 Jahren, hat sich am Konzept etwa nichts geändert, reflektiert null das, was die Kinder irgendwie heutzutage gerne gucken wollen vielleicht. Und was gibt es dann danach noch? Sendung mit dem Elefant, Wissen macht A. Das wäre es auch schon etwa, oder? So, wir haben doch super viel Geld bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Wir haben doch gerade wieder einen neuen Rekordvertrag abgeschlossen mit unserem Lieblings-Tatort-Kommissar Jan-Josef Liefers. So, ich will jetzt auch nicht hier diese Alles-dicht-machen-Sache aufmachen. Ich habe auch das Ding Jan-Josef Liefers. Ich will einfach nur sagen, da ist doch Cash da. Wir haben doch gerade einen fetten Vertrag gemacht mit dem Typen. So. Und wir haben doch auch Kohle für jede Menge andere Sendungen. Wir machen Rosamunde Pilcher-Produktionen noch und nöcher. Ja. Da ist Geld bei den Öffentlich-Rechtlichen, aber anscheinend nicht für die jungen Zuschauer. Und das Sportsendungen zum Beispiel für Kinder, dass die sich ein bisschen bewegen können, auch drinnen. Unterschiedliche Wissenssachen. Das wäre sehr wichtig. Auch Sendungen, die auf diese aktuelle Situation hier Bezug nehmen und den Kindern versuchen, das so gut wie nur möglich eben zu erklären. Vielleicht besser zu erklären, wie ich als Amateurvater das meinen Kindern erklären kann. So. Das zweite Ding ist, dieser ganze digitale Unterricht ist gar nicht mal so schlecht. Ich finde das auch gar nicht so schlecht, wenn ich irgendwie hier am Tag irgendwie 6 Zoom-Meetings und Microsoft Teams-Meetings mache. Es ist relativ, ich empfinde das gar nicht mal mitunter als viel unangenehmer. Man sitzt irgendwie nicht im Verkehr, man verpestet nicht die Luft mit seinem Auto, wenn man irgendwie zu einem Meeting fährt. Man steht nicht irgendwie 2 Stunden im Stau, sondern man kann direkt mit den Leuten kommunizieren. Man kann sein Bildschirm teilen. Ich finde das eigentlich ganz effizient für das, was ich mache. Und ich finde das auch tatsächlich für einen Kinderunterricht, also wenn man gerade keinen Präsenzunterricht haben kann, das ist doch das next best thing. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn man zu Hause ein schnelles Internet hat
ein Tablet oder ein Laptop für die Kinder. Und da denke ich mir, warum nehmen wir dafür nicht Staatsgelder für die Familien, die sich das schlichtweg nicht leisten können, ihren Kindern das zu geben? Guck mal, wir geben 200 Millionen pro Jahr aus für die Berater von unserer Bundeswehr. Das sind private Firmen wie McKinsey, die eigentlich überhaupt gar keine Ahnung haben von einer Armee. Warum? Die beraten betriebswirtschaftliche Objekte, Konglomerate. Ja? Die Armee ist kein Unternehmen, was Gewinn machen soll. Die sollen in einem Kriegsfall das Land verteidigen. So. Wieso berät eine private Firma die? Berät die für so viel Geld und dann können die scheiß Helikopter von der Bundeswehr immer noch nicht abheben? So? Das bringt doch überhaupt nichts. Für die Kohle, die wir für McKinsey rausgehauen haben, für die Bundeswehr, plus für die Kohle, die wir für diesen bescheuerten Flughafen neben der Stadt hier rausgehauen haben, den wir die letzten 10 Jahre komplett Tag und Nacht beleuchtet haben, weil man das Licht nicht ausschalten konnte. Was ist das eigentlich für eine Kacke? Alle Leute wollen Strom sparen, wollen irgendwie die Umwelt schützen und man kann bei uns nicht das Licht ausschalten in diesem Flughafen. Ich meine, seid ihr irre, die ihr das gebaut habt? So? Was ist denn das für ein Mega-Fail? So? Wenn wir diese Kohle zusammennehmen würden, alleine von McKinsey für die Bundeswehr plus für diesen Flughafen, da könnten wir mit allen Kindern in Deutschland in den Apple Store gehen und sagen, hier, komm, neues iPad Pro, 256, ach was, 512 GB, komm, hau raus das Teil hier. Und dafür muss die Kohle auch da sein. Weil, wenn wir schon so hohe Steuereinnahmen haben, was wir haben in diesem Land, und es manche Teile in dieser Wirtschaft gibt, die richtig gut laufen, weil sie jede Menge richtig fette staatliche Hilfen kassiert haben, dann müssen wir das an die Leute geben, die das brauchen. Und das sind die Kinder, speziell die Kinder aus einkommensschwachen Familien. Denn dann erreichen wir wirklich eine Chancengleichheit und das ist etwas, was wir in diesem Land brauchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Gestern war der Tag der Arbeit und ich finde, das Wichtigste am Tag der Arbeit ist, dass man darauf guckt, kann man es mit Arbeit schaffen, seine soziale Klasse zu verändern? Und ich muss sagen, Deutschland ist eigentlich ein Land, das kann das. So, das hat hier funktioniert. Meine Großeltern, das waren Bauern, das waren Flüchtlinge. So, mein Vater war der erste Akademiker in dieser Familie. So, der hat das geschafft, sozusagen von einem ungebildeten Bauernflüchtling zu einem normalen unteren Akademikerstand zu kommen. So. Das ist das, was Deutschland für viele Leute, die irgendwie hierher gekommen sind, möglich machen kann und aber auch weiterhin möglich machen muss. Und gerade jetzt ist es besonders nötig, dass hier die Kinder abgeholt werden. Denn wenn wir schon denen irgendwie keinen klaren Plan geben können, was wir einfach mal irgendwie nicht können, bei bestem Willen, ja, dann müssen wir wenigstens in dieser Zeit viel Bildung geben. Wir müssen auch auf ihre Bedürfnisse da irgendwie mehr Rücksicht nehmen. Wir müssen uns irgendwie die Zeit dafür nehmen, dass wir denen das wirklich erklären. Weil wenn wir das den Kindern gut erklären würden, dann würden die nicht andauernd fragen, ey, was ist denn jetzt hier los? Kann ich meinen Geburtstag feiern? Wann kann ich wieder in die Kita? Der eine sagt dies, der andere sagt das. Wir müssen auch, ganz wichtig, diese Sachen einfach mit klarem und gutem Menschenverstand besser organisieren. Letzte Woche habe ich einen Artikel gelesen von einer Berliner Lehrerin, die hat Folgendes gesagt und ich finde, damit hat sie komplett recht. Wenn die Kinder einen Selbsttest machen in der Klasse, was ich sowieso für ein großes Problem halte, weil das einfach schwierig ist, das selber zu machen, dann ist es klar, dass von 20 Schülern 2 überhaupt nicht klarkommen und anfangen zu niesen, weil das Ding juckt. Und wenn jetzt einer von diesen 2 Schülern, die niesen, halt irgendwie Corona hat, dann sind in diesem geschlossenen Raum, ist das quasi eine absolut tolle Ansteckungsmöglichkeit. Deswegen ist einfach diese Organisation davon ist einfach nicht gut. Das kann man draußen machen, das kann man nacheinander machen. Und man kann es vielleicht auch so machen, dass eben bei so einem Test nicht eine Situation entsteht, wo dann ein Kind sagen muss, okay, ich bin jetzt aber leider positiv. Weil dann entsteht nämlich ein sozialer Druck.